Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind hier noch mitten in der Nacht, also mittendrin, anderthalb Stunden haben wir noch. Was da oben los ist, keine Ahnung. Zombie-Rap oder so, keine Ahnung. Er gibt uns auf jeden Fall hier so einen kleinen Beat vor und ja, ich wollte hier noch so ein bisschen hacken. ja, ich dachte, ich hole euch jetzt einfach in der Nacht schon mal dazu, dann können wir schon mal ein bisschen quatschen und tagsüber vielleicht mehr machen. Und zwar, ja, die, vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, ich habe so eine Factorio-Info-Folge rausgebracht. Ich habe meinen Termin ein bisschen verpeilt, heute sollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen wollen. Also wollen schon, aber sollen. War eigentlich gar nicht eingeplant, eigentlich war ich heute auf einem Lehrgang. Und, dementsprechend wäre ich eigentlich gar nicht zu Hause gewesen. Hätte ich beim Kumpel übernachtet. Und betrifft euch nur so ein bisschen. Ich möchte nur so ein, zwei Folgen jetzt erstmal aufnehmen. Nur damit ich was für Samstag und Dienstag habe. Dann kann ich nämlich Dienstag wieder aufnehmen. Dann passt das alles wieder. Nachher wird live gestreamt, also für euch gestern. Und ich habe auf Kommentar hin mich so ein bisschen lauter gemacht und das Spiel auch. Ich hoffe, das geht jetzt in euren Sinne. Mir gefällt es auf jeden Fall. Mir ist auch schon aufgefallen, dass ich relativ ruhig bin, aber oder nicht ruhig, sondern leiser im Vergleich zu anderen YouTubern. Aber ich wusste nicht so ganz, was ich da machen soll. Ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gelesen und ich hoffe, euch gefällt's. Im Hintergrund seht ihr, crafte ich noch ein paar Flagstone. Damit wir dann auch bald anfangen können zu bauen. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Ja gut, so ein bisschen Erkundungstour und sowas. Jetzt steht hier auf meinem Merkzettel, ich möchte Flagstone bauen, also Clay und Cobblestone machen. Und erster Bauabschnitt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wollen wir schon mal anfangen zu bauen? Oder? Ich weiß es nicht. Die Tag 14 Horde ist ja auch bald. Und ja, ich sag mal, die Tag 21 Horde wäre schon ganz geil, wenn wir das denn in unserem Eigenheim machen könnten. Müssen wir denn mal gucken, wie wir das machen können. Bin mir nicht so ganz sicher, wie genau ich bauen möchte. Aber, ich glaube, diese Schiffsschrauben, diese Blades, die gefallen mir sehr gut. Und irgendwie möchte ich damit mal was basteln. Irgendwie vielleicht so ein Schacht, wo die dann reinfallen und ein paar von den Dingern drin hängen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Was die hier so veranstalten. Erstmal hier hin. Das nehmen wir wieder weg. Schauen wir mal raus hier erstmal. Du bist dir nicht so sicher. Gut, verstehe ich. Gib mir den Beat. Naja, er hat seinen Spaß. Und daran wollen wir ihn jetzt auch nicht hindern. Ich habe gesagt, in der Nacht quatschen, tagsüber Sachen machen. Dementsprechend schmeißen wir das da jetzt erstmal schnell rein. Das dort, genauso wie die paar Steinchen. Flexdown 340, coole Sache. Wie sieht's aus? Essen, trinken. Essen könnten wir mal so ein bisschen hier. Und dann würde ich mich ganz gerne mal auf die Suche geben, wie es hier unten weitergeht. Also ja, die Straße hier ist ein bisschen doof. Lieber wäre mir eigentlich die Straße hier, obwohl hier sieht man schon so ein bisschen Schnee, ne? Ich möchte eigentlich was Grünes finden.
Sie sieht aus nach so einer blöden Kante aus. Ich weiß es nicht. Ah, schwierig. Oder guckt man hier oben? Also ich würde ganz gerne in dem Biom bauen, aber hier ist halt blöd zu bauen. Gerade mit dieser Straße fürs Minibike dann später. Möchte mich einfach noch mal ein bisschen umgucken. Dafür nehmen wir jetzt noch ein bisschen was davon mit. Pfeile haben wir noch ein paar auf Lager. Ja, gehen wir einmal mal gucken. Zack. Hallo? Er hat Spaß. Lass mir ihn seinen Spaß. Dieses Loch, also das ist immer noch ein bisschen. Ich könnte mich jetzt nicht unbedingt dran erinnern, dass ich da was gemacht hätte, aber gut. Zombie, Zombie. Zombie. Wow. Ja, wie gesagt, machen wir uns einfach mal auf den Weg und gucken mal, was wir so finden. Ich würde mich ja freuen, wenn wir hier so ein Biom finden mit so ein bisschen Wald. Freundlich und grün. Da kann ich mit um. Ja, hör auf zu hecheln. Sehr gut, dass wir jetzt auch gegen die Sonne laufen. Sehen wir natürlich nicht allzu viel, aber es sieht sehr schneeig aus. Ein bisschen sandig. Mal gucken. Vielleicht laufen wir dann doch nochmal quer rüber zum Händler. Drüben sehen wir ihn ja schon. Ja, jetzt sei ruhig. Ach, instant ruhig. Ach ja, schön. Oh, hallo Hirsch. Nehmen wir den mit. Ich ein Messer bei? Gut, ist es nicht. Willst du nicht mal kurz sterben, bitte? Hüpf, hüpf. Na komm. Danke. Nehmen wir dich mal kurz mit. Besser als nix. Sieh schon, komm, gleich kommt wieder ein Zombie von hinten an. Nein, tut's nicht. Gut. Glück gehabt. So, weiter geht's. Einfach mal, wie gesagt, der Straße sammeln nicht die Ende da vorne einfach im. Oh. Pims, Leute. Oh. Ja, ist gut. Hier, komm, trink noch mal was. Also da ist noch grün. Und ich brauche dringendst einen Knüppel. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Nicht nett. Noch schneller. Also, Bims, sorry. Ernsthaft? Erst haben wir hier oben so ein Schwachsinn, hier so ein Schwachsinn. Hier drüben ist irgend so eine Straße, die so komisch ankommt. Das hier ist ja auch alles andere als optimal. Also macht die eigentlich auch irgendwas richtig? Also, ich meine, wenn ich irgendwie etwas anfange zu basteln oder ein Modell oder sonst irgendwas, dann habe ich ja irgendwie so den Anreiz, das, was ich mache, auch gut zu machen, oder nicht? Und Alter! Fräulein! Kommst du denn her? Ist ein Jucker mit. Oh ja, Jucker könnte man mitnehmen für die Ausdauer. Hallo, Herr Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Noch einer, sehr gut.
Noch ein Schwombi. Zombie-Schwombi. Entschuldigung, muss hier mal kurz durch. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Athletics. Sehr nice. So. Ja, macht es jetzt Sinn, da mal kurz auf den Berg zu latschen? Um mal runter zu gucken, wie das hier so in der Umgebung aussieht? Ist ja gut. Ich möchte einfach nur irgendwie einen schönen Platz haben. Grün, eine Straße wäre ganz cool. Ach komm. Wollte gerade sagen, dich lasse ich jetzt in Ruhe. Aber wenn jetzt doch stehen bleibt. Sehr gut. Nehmen wir doch mit. Na, schaffen wir das, bevor der Dicke da ist? Ist ja nicht der Dicke, ist der Lange. Klar. Ein Ei mitgenommen. Denn wir haben Eier. So. Steinformation oben. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt gibt mir eine Straße, wo ich lang wandern kann und ich bin froh. Und da ist ein Weg. Aha. Einmal Richtung Weg. Was ist denn das da oben? Ist das wieder so ein Zeltlager gedrückt? Scrap? Ja, sehr gut. Wie die einen immer anschreien gleich. Ach so, ja, gut. Ohne Ausdauer ist jetzt aber ein bisschen doof. Was ist denn hier? Warum ist das hier so gerade? Wieder sowas ohne Werkbank. Das ist ja mal. Gut, jetzt möchte ich da aber nicht unbedingt runter. Wenn ich da nicht wieder rauskomme, ne? Also der hat gerade einen Weg hochgefunden. Destroyed. Schade. Alter! Ich wusste es. Gut. Hier trennen sich unsere Wege, mein Freund. Ui. Ja gut. Wieder einen immer ins Ohr hecheln, ne? Guten Abend, junge Dame. Ich bin da gerade so ein bisschen. Bleiben wir doch, wo wir sind. Lassen was. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich mag halt dieses Biom so ein bisschen. Aber hier ist sehr hügelig jetzt gerade zum Bauen. Eher unpraktisch. Ja, natürlich. Jetzt geht die Ausdauer zu Ende. Ist klar. Schauen wir mal hier über die Kuppe und dann, ja, weiß ich nicht. Zeit für ein Minibike. Öpf, öpf, öpf. Dein? Dein.
Na toll, hier geht's jetzt in den Schnee. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber. Ah, da ist er schon. Diese Schneezombies hier, die sind schon mehr oder weniger suboptimal. Ey, guckt euch das an. Guckt euch das doch mal an hier. Nimm mal weg. Weg. Wie sieht denn das aus? Straßenverlauf des Todes. Oh, da ist ganz viel Grün hier unten. Ja, natürlich. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Sollte es auch anders sein. Das ist ja mal so absoluter Graus hier. Also, kommst ja nirgendwo vernünftig lang. Habe ich einen Splint mit? Oh, zum Glück. Ich bin mir echt unsicher. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen könnt? Jawohl! Raste aus. Ist das richtig, was ich hier so tue? Oder übertreibe ich hier mit meiner Suche? Wie gesagt, ich habe halt ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob die Biome auch irgendwie groß Vor- und Nachteile haben. Ich finde es einfach schön hier. Und deswegen fände ich es auch super, hier einfach, ja, bauen zu können. Also eine Berg- und Talfahrt hier ist natürlich auch eher suboptimal. Denk halt immer daran, dass wenn wir später Minibikes haben, dass man dann versucht, Ausflüge zu machen. Und ja, ich habe den Hasen gesehen, aber der interessiert mich gerade nicht. Und dann ist es halt äußerst unpraktisch, hier solche Wege lang zu fahren. Also da wäre so eine Hauptstraße schon ein bisschen attraktiver, meiner Meinung nach. Sowas wäre doch geil. Einmal schön flach planiert. Da ist noch eine Stadt. Da ist eine kleine Hütte. Warum zum Teufel ist das da flach? Kann ich jetzt so nicht einordnen. Oh, und da ist verbranntes Biom. Und Wüste und Schnee. Also hier bin ich auch schnell von A nach B weg. Ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz in die Richtung. Was da hinter der Kuppe noch so kommt. Ach, nimm mal das Gestrüpp aus meinem Gesicht. So, in der Richtung, das ist ja unsere Stadt. Die Straße endet dort irgendwo im Nirgendwo. Dort oben ist eine Straße. Also das da gefällt mir gerade wirklich. So richtig schön platt planiert, warum auch immer, aber. Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt optimal befahrbar. Herr Jack. Lass mich doch mal kurz in Ruhe, bitte. Könnte das unser künftiges Heim sein? Oh. Ist hier wieder so ein Bunker, oder? Hier sieht es auf jeden Fall aus wie da hinten.
Hier geht's nirgendwo runter, doch hier. Zwei Level Athletics gemacht. Oh, das ist richtiger Bunker. Das ist ein richtiger Bunker da. Leute. Die Tür ist zu, ne? Locked. Ey, das ist ein richtiger Bunker hier. Das ist doch cool. Und da können wir einfach drüber bauen. Wo dieses Loch ist denn hier? Das muss ich dann komplett abstützen. Nicht, dass die Viecher da reinfallen, ne? Ey, das ist eine coole Looting-Tour hier auf jeden Fall. Habe ich groß was mit? Ich habe schon wieder viel zu viel Krams mit. Ich glaube, da gucken wir morgen mal rein. Morgen? Ja, da gucken wir morgen rein. Freunde, ich würde sagen, es war mir ein Fest mit euch. Danke fürs Zuschauen und ich werde hier schon mal ein bisschen klopfen und dann sehen wir uns Dienstag wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.